Dadurch, dass die Tiere versorgt werden müssen, können wir rauskommen. Wir können bei den Pferden sein, die müssen bewegt werden. Das ist im Rahmen des Tierschutzes auch notwendig. Klar, es geht weiter, weil die Pferde gehen ja nicht plötzlich einfach weg, nur weil Corona ist. Ja, wir sind natürlich alle ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass die Turniere sehr begrenzt sind. Aber wir versuchen natürlich, da auch im Training unser Bestes zu geben. Die Regeln werden ja jede Woche angepasst und es sollten sich auch alle dran halten. Es ist wieder besser geworden. Es gab ja auch Zeiten, wo man nur 2 Stunden auf der Anlage sein durfte und nur eine Person pro Pferd. Ja, da haben wir ein bisschen Glück, würde ich sagen, dass wir doch relativ gut beschäftigt sind. Da merkt man natürlich schon Unterschiede zu vorher. Ich muss jetzt etwas mehr alleine reiten, weil eben kein Gruppenunterricht mehr möglich ist und so. Natürlich sehr eingeschränkt geworden alles. Also wir müssen zum Beispiel uns anmelden auf dem Stall und müssen aufpassen, wie viele wir sind in der Halle. Ja, also die Stallmitarbeiter sind da ein bisschen strenger, dass man mehr Abstand hält oder so. Aber wir können doch den normalen Betrieb zum Teil gut weiterlaufen lassen. Freude an den Pferden, die Freude an der Arbeit. Dass man irgendwann wieder ganz normal auf Turniere kann, das geht ja mit Sicherheit vielen auch im Alltag so. Ich finde, das ist eben sehr motivierend, trotzdem weiterzumachen. Und das ist jetzt so die Situation, wie sie ist. Wir machen das Beste draus und dann ist eben Bewegung an der Luft und hier auch weitermachen, eigentlich ganz selbstverständlich.